Ja, moin zusammen. Super, dass ihr zum Bergfest wieder dabei seid. Bei Borussia ist der große Konkurrenzkampf ausgebrochen. Schwanscherer und Kone womöglich auf der Bank. Und am Freitag gilt es, den Sieg gegen den VfL Bochum im Heimspiel gegen Mainz 05 zu veredeln. Und wir haben es geschafft. 15.000 Abonnenten bei Buschis Borussia. Ihr habt mir mein Geschenk schon serviert. 6 Tage vor meinem Geburtstag. Dafür sage ich Dankeschön an diese geile Community. Das ist mir wirklich eine absolute Ehre. Und ich freue mich riesig, ja, einfach sowas aufgebaut zu haben, euch auch ein bisschen unterhalten zu können, auch wenn ihr meine Meinung mal nicht teilt, auch wenn ihr mich auch kritisiert. Das gehört zu so einem Kanal dazu und wir machen einfach so weiter und wir versuchen natürlich zu optimieren. Und gerne machen wir es wie letzte Woche, lasst ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da, dann holen wir den Sieg am Freitag. Und wie ihr seht, ich bin schon im Westerwald, ich bin am Freitag im Stadion, da werden wir bestimmt zusammen das ein oder andere Bier trinken. Leider könnte es heute zu ein paar technischen Problemen kommen, wenn die Qualität nicht wie gewohnt ist. Verzeiht mir bitte. Und jetzt starten wir rein. Genug der Vorrede. Und Seoanes Vertrag würde sogar für die zweite Liga gelten. Das wurde vor der Saison besprochen. Man will einfach mit Seoane in die Zukunft gehen. Und dass er länger bleibt als Hütter und Farke, das wäre schon extrem wichtig für unsere Borussia. Und ich finde, Seoane macht aktuell wirklich einen sehr, sehr guten Job. Er nimmt den ganzen Kader mit, er wechselt immer eigentlich 5-mal. So gibt er auch vielen, vielen Spielern auf der Bank das Vertrauen. Ich finde, gerade im Spiel gegen Bochum hat man gesehen, dass die Mannschaft wirklich zusammen was reißen will, zusammen Bock hat zu spielen. Und das hat man dann wirklich in den ersten 60, 70 Minuten gesehen. Und dann auch zum Ende hat man einfach zusammen gelitten und die 3 Punkte mitgenommen. Das macht Seoane wirklich sehr, sehr gut. Ich finde gerade auch seine Pressekonferenzen, das, was er sagt, das stimmt einfach auch damit überein, was ich empfinde. Und das war in der letzten Saison teilweise nicht so. Da wurde ja nicht zu viel schön geredet, aber manchmal konnte man ein paar Aussagen einfach nicht verstehen. Was man auf dem Platz gesehen hat, war was anderes, als was dann erzählt wurde. Und da macht Seoane wirklich einen guten Job. Und auch, er stellt auch die richtigen Leute auf. Ne? Und wo man ein Riesenkompliment machen muss, ist einfach auch Rocco Reitz. Ne? Er hat jetzt endlich mal wieder einen Fohlen in die erste Elf gebracht. Da muss man ihm einfach ein Riesenkompliment für machen. Und Seoane ist, glaube ich, zur aktuellen Zeit genau der richtige Mann, um was aufzubauen, um was weiterzuentwickeln. Und deswegen geht man da wahrscheinlich auch mit ihm einen sehr, sehr langen Weg. Und ich glaube, alle Fans unterstützen den Weg. Und hoffen wir mal, dass Seoane eine lange Ära bei uns prägen wird. Und was auch lang werden soll, ist unser Pokal, der DFB-Pokal für unsere Borussia. Am 31.10. spielen wir dann gegen Heidenheim. Es wird eine Heidenheim-Woche, erst Bundesliga, dann Pokal. Und es ist ein Heimspiel, es ist ein machbarer Gegner. Und ja, der kürzeste Weg nach Europa ist der Pokal. Und da ist natürlich auch ein bisschen Geld zu verdienen dafür, dass wir die erste Runde weitergekommen sind oder beziehungsweise die erste Runde gekommen sind, haben wir 215.000 Euro bekommen. Für die zweite Runde gibt es 431.000. Ja, und durch die dritte und Achtelfinale, wenn wir weiterkommen im Achtelfinale oder ins Achtelfinale kommen, gibt es nochmal 862.000 Euro. Und das sind dann 1,5 Millionen, die wir in die Kasse spielen können durch ein Weiterkommen. Und das wäre natürlich extrem wichtig. Und dann gucken wir mal, was im Achtelfinale geht. Ich würde mir einfach wünschen, dass man mal weiterkommt. Und mein großer Traum ist natürlich, irgendwann mal das Pokalfinale in Berlin zu erleben. Und vielleicht sogar dieses Jahr. Warten wir es mal ab. Und jetzt kommen wir zum Spiel am Freitag, beziehungsweise erstmal, ja, nochmal ein kurzer Rückblick zum Spiel gegen den VfL Bochum. Da haben natürlich auch zwei herausgestochen mit Player und Neuhaus. Mit Player in so einer Form haben wir einen absoluten Topspieler. Das muss man einfach so sagen. Sehr, sehr wuselig gewesen, sehr, sehr, ja, einfach auch beweglich gewesen, gut im Abschluss, gutes Passspiel gehabt und auch hinten defensiv gut gestanden. Das hat mir von Player wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und mit dem Player in so einer Form, werden wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Ich habe uns da nicht reingeredet in den Abstiegskampf. Ich sehe das auch nicht, weil ich sehe die Qualität, wenn die Jungs die Leistung auf den Platz bringen, deutlich höher als, ja, 8, 9 Mannschaften in der Bundesliga. Und auch in Florian Neuhaus, der gegen Bochum ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, hat er auch schon gegen Darmstadt in der zweiten Halbzeit angezeigt, gezeigt, dass er gut in Form ist. Und ja,
Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass die Jungs in Form finden. Und so wird es für Seoane auch unheimlich schwierig, Entscheidungen zu treffen. Ne? Wir haben viel, viel Konkurrenz jetzt. Es drängen immer mehr Spieler in die Startelf. Immer mehr Spieler wollen in die Startelf. Und da ist, glaube ich, auch Seoane genau der richtige Mann, diese schwierigen Entscheidungen einfach auch zu treffen. Und auch ein Max Wöber, der gesagt hat, in der ersten Halbzeit haben wir endlich mal das gespielt, was wir uns erwarten. Und ja, ist Max Wöber zu verpflichten, glaube ich, wäre extrem wichtig für die kommende Saison. Ich glaube, das kann wirklich eine Leitfigur auch werden, da in der Abwehr extrem kopfballstark, bereitet Tore vor, geht voran, ist auch ein anderer Typ, sehr, sehr eklig, Linksfuß, was selten ist, aber das wird ein teurer Spaß. Ne? Also sollte Leicester nicht aufsteigen, glaube ich, haben wir eine gute Chance, aber ich gehe von über 10 Millionen aus, ne? Innenverteidiger, Linksfuß, dann noch ein richtiger Charakter, ist schwer zu finden. Aber Roland Wirkus hat uns schon einige Male überrascht und ich glaube da definitiv an Transfer. Und Wöber scheint sich auch bei unserer Borussia sehr, sehr wohl zu fühlen. Und dann haben wir natürlich auch im Sturm Konkurrenz, ne? Schwanscherer oder Jordan. Wir haben endlich mal wieder zwei richtige Mittelstürmer im Kader mit aber anderen Qualitäten. Jordan ist eher wirklich ein Zielspieler, ein Boxspieler, der sehr, sehr gut auch Bälle festmachen kann, die verteilen kann. Angriffe dadurch natürlich auch initiieren kann. Und Schwanscherer ist halt schon einer, der schon eher über die Außen kommen kann. Klar, Jordan und Schwanscherer könnten theoretisch auch aus meiner Sicht zusammenspielen. Das würde auch funktionieren. Es bleibt sehr, sehr spannend, wer dann am Wochenende in der Startelf steht. Aber dazu kommen wir jetzt. Und ich würde den Jungs, die auch gegen Bochum gewonnen haben, das Vertrauen schenken. Klar, man sagt immer, never change a winning team, aber ich finde, die haben es sich einfach verdient. Nicolas und Thomas Klar, der eine überragende Rolle spielt. Da kommen wir kurz noch zu den Personalien. Ein Einsatz von Wöber ist aktuell noch offen, der konnte nicht trainieren bis jetzt, hat einen Schlag abbekommen. Gegen Bochum bei Elvedi und Itakura waren Fragezeichen, aber die trainieren wieder. Die werden auch am Samstag, Freitagabend zur Verfügung stehen. Janschke hat muskuläre Probleme, da weiß man es noch nicht. Und Kramer wird ausfallen wegen der Innenbandzerrung. Der wird erstmal nächste Woche wieder dabei sein. Und ansonsten ist die fast komplette Kapelle dabei. Und ja, in der Innenverteidigung, glaube ich, ist Marvin Friedrich, das muss man schon so sagen, ein klarer Verlierer. Bis jetzt durch die Vertragsverlängerung Elvedi und dadurch, dass Elvedi halt sehr, sehr stark ausspielt, sehe ich kein Comeback von Marvin Friedrich in der Startelf in den kommenden Wochen. Sollten alle fit bleiben. Ja, dann haben wir Luca Netz auf links, der gegen Bochum, ja, sich auch gesteigert hat. Und das ist auch ein Verdienst von Seoane. Er lässt keinen Spieler hängen, auch wenn sie mal schlecht spielen, wie Luca Netz in Augsburg. Er baut sie wieder auf. Luca Netz war dann auch verletzt. Und jetzt ist er wieder in der Startelf und fördert die Jungs, ne, was natürlich sehr, sehr gut ist. Dann hast du einen Rocco Reitz in der Mannschaft, wo ja Seoane einfach das Talent gesehen hat. Und jetzt ist halt die große Frage, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, Kone drängt wieder in die Startelf, hat jetzt wieder eine weitere Trainingswoche in den Knochen und wen nimmst du raus? Also einen Weigel würde ich nicht rausnehmen, weil ich glaube, wenn du einen Weigel für einen Kone stellst, verlierst du so ein bisschen die Balance, weil Reitz auch einer ist, der gern nach vorne geht, Kone einer ist, wir wissen es alle, der sehr, sehr gern nach vorne geht und auch Risiko spielt und sowas kann Weigel halt immer gut abfangen. Ne? Oder willst du jetzt einen Florian Neuhaus rausnehmen, der gerade gut in Form findet? Finde ich schwierig. Ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. Bei mir würde Kone erstmal noch auf der Bank sitzen. Honorat hat sich gezeigt. Ein gutes Spiel gegen Bochum gemacht. Und ja, du könntest natürlich auch auf Netz, könntest für Netz natürlich auch in Gumu setzen. Dann wird es natürlich extrem offensiv, aber auch sehr, sehr schnell und vorne drin. Player ist für mich gesetzt nach dem Spiel. Ja, und ob du Jordan oder Schwanscherer reinstellst, ist dann die Frage. Da bin ich auch mal auf eure Einschätzung gespannt. Natürlich gegen Mainz zu Hause, du musst mehr Tempo entwickeln. Du musst die Mainzer auch unter Druck setzen. Dazu kommen wir auch gleich jetzt nochmal. Die Stärke von Mainz ist definitiv nicht die Abwehr. Und aber was wir auch neu machen, und da geht nochmal ein kurzer Gruß an bmg.edits raus auf X, gerne mal vorbeischauen. Borussia macht unter Guido Streichspiel jetzt auch so ein Sondertraining für unsere jungen Talente aus der Jugend. Da ist Niklas Swida zum Beispiel dabei, da ist ein Ranos dabei, ein Kiarodia dabei, einen Borges Sanchez dabei, einen Ulrich dabei, die einfach nochmal Sondereinheiten machen, um sie noch näher an die erste Startelf ranzuführen. Und wir wissen alle, wie gut es das tut, wenn man mal wieder einen Fohlen in der Startelf sieht. Ne? Wir haben es jetzt mit Rocco Reitz gesehen, der einfach auch die Qualität hat. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, Borges Sanchez öfter zu sehen, einen Ranos öfter zu sehen. Aber man muss halt auch sagen, dass wir viele, viele starke und etablierte Spieler aktuell im Kader haben. Ne? Und da wird es natürlich für die Jungen nicht leicht, aber Reitz zeigt, dass es auch möglich ist. Und ja, noch zu unserem Gegner, Mainz, ganz klar, die Stärke ist nicht die Abwehr,
Haben 4 Dinger gegen Union bekommen, 4 Dinger gegen Bremen bekommen, 3 gegen Stuttgart, 3 gegen Leverkusen. Da gilt es für uns einfach auch, Druck auf die Abwehr auszubauen. Das ist nicht ihre Stärke. Schwierigen Saisonstart gehabt, erst einen Punkt eingefahren und hatten jetzt eigentlich noch nicht so die ganz dicken Brocken wie wir. Ne? Das könnte schon eine schwere Hinrunde für Mainz werden, das muss man schon so sagen. Und wenn wir einen Blick auf die Abwehr werfen, Vandenberg, der letztes Jahr bei Schalke gespielt hat, den fand ich da ehrlicherweise auch schon nicht so sicher. Da gilt es einfach, Tempo drauf zu machen. Auch Bell ist nicht der schnellste. Das spricht natürlich dann schon irgendwo auch für Schwanscherer und Ngumu in der Startelf, das muss man schon sagen. Und ansonsten sehe ich unseren Kader durchaus gut besetzt, dass wir gegen Mainz einfach auch ein starkes Spiel machen können, ne? Und die 3 Punkte im Borussia-Park lassen und damit den ersten Heimsieg einfahren. Und dann kommen wir natürlich zu meinen Tipps. Ich glaube, es wird einen Kantersieg für uns geben. Mit einem 4-0. Player wird 2 Tore machen. Schwanscherer und Jordan. Union Berlin leider gestern wieder in der Champions League unglücklich ausgeschieden. Wieder in der 94. Minute. Und ich glaube, das könnte noch ein bisschen so weitergehen. Es könnte eine schwierige, schwierige Saison für Union Berlin werden. RB Leipzig heute Abend in der Champions League, aber trotzdem werden die das Ding klar ziehen gegen Bochum 3-0. Augsburg gegen Darmstadt, und da haben wir auch gesehen, Werder Bremen in Darmstadt verloren, da werden noch weitere Mannschaften Punkte lassen und da können wir uns ja eigentlich schon, ja, wir haben einen Punkt da mitgenommen, egal wie er zustande gekommen ist, aktuell zählt jeder Punkt, das ist einfach so. Und hoffentlich können wir dann 3 nachlegen, was natürlich extrem wichtig wäre. Ich glaube, das wird ein 1-1. Stuttgart ist gut drauf, Wolfsburg ist gut drauf, da tippe ich auf ein 2-2. Bremen traue ich gegen Hoffenheim nichts zu. Ich glaube, das wird eine Niederlage. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass langsam von Ole Werner so ein bisschen der Stuhl wackelt in Bremen. Ja, in Köln, glaube ich, wird in Leverkusen nichts holen. Und dann sind wir natürlich in der Ausgangslage. Solltest du das Spiel gegen Mainz ziehen, ist erstmal Länderspielpause leider. Aber dann fährst du natürlich mit 2 Siegen im Gepäck, mit einer breiten Brust ins Derby. Köln ist schon sehr, sehr stark am Wackeln. Das Umfeld wird ruhig. Und dann können wir sie komplett in den Bruch schicken. Ne? Dann können wir sie komplett in den Bruch schicken, was wir uns natürlich wünschen würden. Und und dann hast du die Woche gegen Heidenheim, ne, wo du zu Hause gegen Heidenheim spielst und dann im Pokal. Und dann könntest du nach 9 Spieltagen mit 14 Punkten dastehen und hast dann erstmal dich von unten komplett gelöst. Und dann gucken wir mal, was in der Hinrunde noch möglich ist. Aber noch sind die Spiele zu spielen, ne? Ich glaube, Bayern auch gestern 2-1 knapp in Kopenhagen gewonnen. Ich glaube, es würde mal für Freiburg reichen. Und Frankfurt wird auch knapp gegen Heidenheim gewinnen. Und dann würden wir auf Platz 10 stehen. Und dann wissen wir, was im Derby dann alles möglich ist. Du kannst dann im Derby dich komplett, wirklich komplett von unten lösen, solltest das Spiel gegen Mainz gewinnen. Sollte es anders laufen, ist natürlich im Derby extrem der Druck drauf. Warten wir es mal ab, wie die kommenden 3 Spieltage ausgehen. Ich glaube an den goldenen Oktober und dass wir vielleicht im Oktober nur siegen werden. Wäre natürlich ein absoluter Traum. Inklusive Pokal. Und jetzt wünsche ich euch einfach einen super Feierabend. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Forza Borussia, macht's gut. Ciao.